Und da wären wir auch schon wieder. Wir wollen jetzt in den unteren Opinwald. Dazu huschen wir mal durch die Urbischbergwerke. Und hoffen einfach mal, dass wir nicht auf noch eine Scotia treffen. Beziehungsweise nicht nochmal auf diese Scotia. Na, ihr wart doch vorhin immer One-Hits. Und wir wissen auch nicht, ob Scotia die Wahrheit gesagt hat. Also sie hat ja versucht, uns zu... Okay, gehen wir durch den Sumpf. Sie hat ja versucht, uns zu umgehen durch die Aussage, dass ihr Fahrer getötet wurde und wir ihr deswegen den Schlüssel geben sollen, damit sie dann weitermachen kann. Aber vielleicht hat Scotia ja die richtige Dawn überfallen. Und der Fahrer ist wirklich tot. Dann... Nein! Also... Dann hätten wir ein Problem. Und genau deswegen sollte man nicht durch den Sumpf gehen, wenn man nebenbei am Reden ist. Man achtet auf sowas einfach nicht. Also gut, jetzt geht's wirklich zu den Urbischbergwerken. Weil da kann ich so viel plappern, wie ich will. Das stört mich kein Sumpfloch. Außerdem ist es hier auch kürzer, man muss einfach nur geradeaus durchgehen. Bei dem anderen war es ja doch recht umständlich. So. Also darum durch die Wand durch und einfach noch 3-4 Mal unterwegs auf die Karte gucken, das passt schon. So, da durch, dann war es rechts rum. Nee, ich... Oh, neue Gegner. Ah, aber die können nichts. Und ich hau schon wieder mit den Waffen drauf. Ich wollte doch eigentlich meine Magier-Level trainieren. Aber das ist halt der Reflex. Und es geht ja auch irgendwie schneller als die Zauber. Da kommen mir diesmal erstmal die extra Animationen und Spiel wird angehalten. Aber ja, ich sollte mehr drauf achten. Stromschlag. Und das ist der allererste Zauber. Und nach einmal auf höchster Stufe ist Bakata-Zappel schon... Alle, was Mana angeht. So. Und mal kurz schlafen, für den Fall, dass da gleich ein Kampf kommt bei Dawn. So. Und schauen wir mal. Ja, er ist wirklich tot. Also, jetzt. Komm now. He appears to have passed away. Let him rest in peace. Too bad we could have used his wagon. Ja, also wurde die Dawn wohl wirklich entführt. Oder zumindest der Wagen eingegriffen. Das heißt, Scotia hatte schon recht. Na gut, dann bleibt uns jetzt nur noch der Schatzmeister, richtig? Oder wir könnten uns in Ivel ein bisschen umsehen, ob sie da vielleicht irgendwo hingeflohen ist. Das wäre ja auch naheliegend. Nicht darum. Sondern hier und gleich wieder links. Ach ja, da sind wir schon. So. Dadurch und hier müssten gleich die Urbischminen sein. So, hier jetzt auch nochmal durch, dass das alles so verwinkelt sein muss hier. Aber na gut. Oh, da ist noch so ein Bienendingens. Feuerball. Wusch. Einfach nur mal so aus Prinzip. Und das ist ein normaler Felsbrocken. Ja, es gab hier immer noch, oder gibt hier immer noch diese verschiedenen Steine, die wir gefunden haben. Wobei ich nicht weiß, was es mit denen auf sich hat. Also diese normalen Felsbrocken waren wie der eben gerade einfach so ein kleiner Stein und der heißt auch Felsbrocken. Wir haben aber auch noch Steine, die hießen glatter Felsbrocken und noch irgendein anderer. Das heißt, damit dürfte es eigentlich auch noch irgendein Secret geben. Oder Easter Egg vielleicht, das wissen wir nicht. Aber ich denke nicht, dass wir da so über stolpern werden.
So, wir könnten zur Geierschlucht, das sind die 1000 Orks, das ist nicht so eine gute Idee. Wir könnten zurück in den Weißen Turm, aber da haben wir nichts zu tun. Also bleibt nur Eivel. Hier rum, darum. Und unser Krimskrams, ja. Das ist ein guter Indikator, dass wir uns der Stadt nähern. Gerümpel. So. Stadtrat war da oben. Das heißt, wir gehen mal darum. Weil eine wirkliche Alternative fällt mir jetzt auch nicht ein. Also wie gesagt, wir können einfach mit dem Stadtrat sprechen. Oder uns hier in der Stadt ein bisschen umsehen. Also in Sadies Laden vielleicht oder im Gasthaus. Ja, Gasthaus, glaube ich, schaue ich zuerst vorbei. Also ich würde lieber Dawn finden, als diesem Schatzmeister da zu trauen. Aber ne, keine Dawn. Dann halt zum Schatzmeister. I have no time for your drivelling. The Dark Armory is upon us. To arms. Akshel, the city militia has fallen. You must defend Wyvil. Okay. Die Stadt ist wohl angegriffen. Und da kommen auch schon die ersten Orks. Ja, ich weiß, ich kämpfe schon wieder mit den Nahkampfwaffen. Aber ich denke mir, hier werden noch recht viele Orks kommen. Und da brauchen wir unser Mana eher zum Heilen. Und da kommt der nächste. Aber es ist auch ein super... wer ist er denn? Das ist wohl so eine Art Ritter von Scotia. Verschwinden die, anstatt umzufallen. Oder ich sehe die Animation irgendwie falsch. Aber na gut. Hauptsache, sie sind weg. Zack, zack, zack. Boah. Ja, das ist wirklich mal eine Armee. Oh, wir sind umzingelt. Gar nicht gut. Bringen wir die beiden erstmal um und versuchen dann ein Stückchen wegzulaufen. Vielleicht aus der Stadt raus. Auch wenn es vor der Stadt wahrscheinlich nicht besser aussehen wird. So. Ach, die haben auch Fernkampfwaffen, das ist nicht so gut. So, Heilung. Heilung. Einzelnen Ork können wir auch noch schnell umhauen. Noch ein Einzelorg. Was sagt die Karte? Ich will mich in Richtung Ausgang durcharbeiten. Also gehen wir mal gleich rechts rum. Wenn du tot bist. So, noch ein einzelner Ritter. Ist auch okay. Solange es nicht allzu große Gruppen sind, können wir das auch verkraften. Also dann machen wir genug Schaden, dass wir sie umbringen können, bevor die allzu viele Schläge landen. Und ich glaube, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Nee, hier ist richtig. So, also hier wäre gleich der Ausgang. Ist nur die Frage, ob wir überhaupt rausgehen wollen. Denn unser Auftrag ist ja eigentlich, die Stadt zu verteidigen. Speichern einfach mal kurz ab. LP035A. Und gucken mal, ob wir raus können. Und ja, wir können raus. Ach, schon mal eine gute Nachricht. Also so rein vom Rollenspiel, technischen Standpunkt, macht das nicht sehr viel Sinn, dass wir jetzt geflohen sind. Obwohl, so eine Belagerung dauert ziemlich lange. Da kann man sich mal kurz absetzen, ein bisschen verschnaufen und wieder ab ins Getümmel. Und da ist auch schon das Getümmel. Tümmel dich. Und du tümmel dich auch.
Das sieht jetzt hoffentlich auch mal richtig Kriegerlevel. Hält sich in Grenzen. Aber allgemein sind die Level ja in diesem Spiel auch recht spärlich gesät. So, aber jetzt dürften wir ganz gut vorankommen. Ich meine, wir haben jetzt mehr als genug Mana. Und wir kriegen die auch relativ schnell down. Jetzt ist nur die Frage, ob die Orks irgendwann alle zu uns kommen. Oder ob wir die ganze Stadt einmal durchgehen müssen und jede Nische quasi freiräumen von denen. So. Ach, Pausen. Na komm, wir tauschen mal ein bisschen Rüstung. Weil wir haben jetzt Schutz 100, Schutz 81, Schutz 70. Das sind schon krasse Unterschiede. Also tauschen wir einfach mal die beste Rüstung gegen die da. Dann sind wir bei 75, 80, 90. Das Schild vielleicht tauschen? Ja. So, 85, 81, 81. Das ist schon ausgeglichener. Jetzt sterben alle gleich schnell. Ob das nun besser ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber wenigstens kriegt nicht mehr nur Pausen auf den Deckel. So, stirb, Ork. So, also, wir sind von da aus hier rum, darum, 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 darum. Das heißt, wir gucken uns hier nochmal um. Ob noch welche da sind? Nö. Und tingeln einfach durch die Stadt, bis die Musik sich wieder ändert. Ich gehe einfach davon aus, dass wir daran erkennen, dass die Belagerung zu Ende ist. Oder unsere Helden sagen irgendwas. Weil wirklich sehen tun wir es ja sonst nicht. Ja, und nicht zu sehr in die Ecke drängen lassen. Dann kommt zu viel Schaden rein. So. Heilung. Heilung. Und weiter töten. Da ist noch einer. So, oh, da ist eine ganze Menge. Aber Gott sei Dank sind es keine Geister und sie können nicht durch Wände gehen. Das heißt, wir können einfach hier stehen bleiben und die schön Schritt für Schritt in Zweiergrüppchen abschlachten. So. Eigentlich müssten wir uns noch den Soundtrack von 300 summen dabei. Das wäre schön passend. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie der Soundtrack ging. So. Vielleicht mal ein bisschen Flächenzauber reinhauen. Ah, das ist keine schlechte Idee. Wusch. Dadurch verlieren wir zwar unser Heilungsmana, aber im Notfall können wir uns einfach wieder zurück durchkämpfen zum Eingang. Was wir vielleicht auch tun sollten, unser Mana geht langsam echt alle. Heilung. Heilung. Und das dürfte es dann auch gewesen sein. Also eine Heilung haben wir noch. Aber die bringen ja inzwischen auch fast nichts mehr. So. Boah, ja, hier sind eine ganze Menge. Gab es da oben Ausgang oder wo kommen die alle her? Irgendwie müssen die auch in die Stadt reingekommen sein. Durchs Haupttor wird es nicht gewesen sein, denn da waren wir ja und konnten in Ruhe ein Nickerchen halten. So. Ein Ork töten wir noch. Danach verziehen wir uns Richtung Tor. Komm. Ein Ork. Also. Weg hier. Weg, 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 weg. Und da. Oh.
Du stehst falsch. So, besser. Und raus. Uah. Ja, es sind definitiv sehr, sehr, sehr viele Orks und komische schwarze Ritter. Und das benutzen wir noch gleich mal als Gelegenheit, einen kleinen Cut zu machen. Und in der nächsten Folge räumen wir weiter in Eibel auf. So, speichern. LP 035B und bis gleich.